was auch immer ich damit jetzt sagen will. Und ich finde es schön, dass die bei den Feldern hier, ne, dass die bei den Plantagen wirklich hier die ganzen Felder immer so durchtauschen. Also das ist schon, da hat man schon einen gewissen Wuselfaktor drin. Da kann man auch einfach mal ein bisschen beobachten, ne, wie sie hier halt sind. Rupfen da die Felder ab, dann wachsen die halt fleißig nach. Mit den Bäumen ganz genauso. Aber dass man hier halt immer ein Stück weit sieht. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Was? Das soll ich dir glauben? Eine Tonne Nahrung, das ist nicht viel. Ich habe noch, hab noch 2 Tonnen auf den anderen Inseln verteilt. Das wird total bringen. Ja, machen wir noch mehr Getreide hier hin. Hier oben ist noch genug Platz. Oh, locker. Ich mache aber erst... also erstmal sperre ich die Waren, damit ich da die Werkzeuge behalte, bitte. Nicht, dass mir die weggenommen werden. Von bösen Menschen oder was auch immer das sind. Viechern. Böse Viecher. Wassermühle. Da bin ich mir noch nicht so ganz... Achso, doch. Okay, da sieht man sogar, was dabei rauskommt. Hätte man bei der... Okay, beim Weingut konnte man auch direkt sehen, was dabei rauskommt. Ich bin auch schlau. Toll. Ja, ist egal. Ist egal. Warum sollte man eine Wassermühle machen sollen? Weil man dann den Platz auf dem Fluss bebauen kann, statt einen anderen Platz, der vielleicht sinnvoller verwendbar wäre? Oder wie ist das? Ich vermute das mal einfach. So ganz spontan. Dahin das Ding. Ich hätte mal erst Weizenfelder bauen sollen. Ich baue den Weizen mir jetzt trotzdem schon mal an. Und denke hoffentlich an die Wege. Machen wir das einmal... ist eigentlich egal, wo das hingeht, ne? Dahin. Machen wir es mal so. Und zwar... Weizen. 4, 4, 4, 4. Aha. Ah, ist zu groß. Ist egal. Ja. Ist nicht schön. Herrlich. Ein Träumchen. Da kommen dann gleich entsprechend die Farmen hin. Und das ganze Zeug kann so lange schon mal wachsen. Die könnte ich ausstellen so lange. Wobei die echt nicht viel... ich wollte gerade sagen, Strom verbrauchen, aber hier Betriebskosten haben. Das geht echt ganz gut. Also Nahrung, alles was Nahrung produziert, ist jetzt nicht so teuer. Wäre sonst auch blöd, ne? Weil man braucht halt für seine Einwohner die Steuern zahlen, braucht man Nahrung. Und wären quasi es fehlt wenig, an Stoffen. Ja. Wären halt wenig Einwohner da, würde dann quasi das Geld für die Nahrung fehlen, damit mehr Einwohner da sind. Also das wäre eine sehr doofe Zwickmühle. Hier oben wird immer auch angezeigt, was denn gerade mal fehlt, da direkt neben der Einwohnerzahl. Wenn man zumindest darauf achtet, so wie ich meistens nicht. Was wollen sie hier oben haben? Nichts. Hier? Nichts. Da? Essen. Ja, Stoffe, ne? Die Produktivität ist auch nicht unbedingt so hoch jetzt. Auch da 57%. Ich könnte da oben noch eine Schafsfarbung machen. Ja, habe ich von gehört. Machen wir es doch so. Schafsfarm. Ach, Rinderfarm und Schlachterei können wir auch mal theoretisch machen, ne? Mal so gesehen. Und ich bin auch immer noch recht der Meinung, dass es hier mit einer Straße angeschlossen werden muss. Das ist bei den neueren Teilen nicht der Fall. So, wie sieht's denn aus hier? Passt das da schon in eine? Kann ich da schon hinklatschen? Dahin ist es voller. Ich brauche 2 Tonnen Werkzeuge. Ach, ich wollte noch eine zweite Werkzeugschmelze machen, ne? Werkzeugschmelze, genau. Genau das. Werkzeugschmiede. Es fehlt an Stoffen. Ja, ist ja gut. Werkzeugschmelze. Meine Güte, die sollen die Werkzeuge mal schön heile lassen. Werkzeugschmiede. An dem Werkzeug Schmiede. Schmiede. Ohne S, nur mit CH. Schmiede.
Ja. Das ist ein Gaukler. Oder halt ein Jongleur. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ihm langweilig ist. Jeder braucht ein Hobby, denkt er sich. Warum nicht Dinge sinnlos in die Luft werfen und nur wieder auffangen? Na, da ist das Werkzeug. Und da ist das Werkzeug. Oh. Eine Glanzleistung, eine Parade. Am Boss. So, Stoffe, ja, habe ich jetzt hier ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig viel bringen wird. Kommt halt ein bisschen Krempel bei raus. Okay, das Lager ist schon mal voll. 67%. Ich hoffe, die Auslastung steigt da so ein bisschen. Ach, da braucht er immer zwei Wolle für so ein Läppchen oder was ist da los? Ah, okay, der rennt noch einfach so darüber. Okay, der braucht doch keine Straße. Okay. Okay. Dann könnte ich die einfach wegmachen, oder? Hätte ich dann mehr Prozente hier? Machen wir es mal so. Würde das denn mehr bringen? Es fehlt an Stoffen. Ja, das stimmt. Ja, ich könnte mir noch mehr Stoffe bauen. Ja, doch, hier kommen. Mach mal noch eine Stoffgeschichte hier. Wobei ich Stoffe auch super auf der anderen Insel machen könnte. Aber da müsste ich dann noch ein weiteres Schiff haben, um mehr transportieren zu können. Weil bei den Routen, bei den Handelsrouten ist nicht so viel Platz, muss man sagen. Leider. Das ist doch sehr begrenzt. Machen wir das mal so, dass ich eine Straße hier dran werfe. Das ist keine Straße. Straße. So. Wo ist sie? Die Webstube. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ich weiß, das heißt Webstube, aber ich finde es lustiger. Na, von wegen, heute heißt es Internetcafé. Damals hieß es Webstube. Meine Nahrung geht zur Neige. Warum genau? Oh, wir haben Steine. Huch. Ja, Nahrung. Eine Tonne. Okay. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was am effizientesten, sollte wahrscheinlich die Getreidefarben sein, ne? Was heißt denn hier ausbauen? Hat der jetzt noch ganz coolen, krassen Krempel oder was? Nö, ist aber auch nicht weiter als bei uns. Ne, noch keine höhere Stufe. Ist das nicht noch eine höhere Stufe bei? Stoffe sind Mangelware. Nee, ne? Der hat zumindest eine groß angelegte Mauer. Kann ich gerade nicht sagen. Hallo. Ne, ja, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden, wie es denn den Gegnern geht. Beziehungsweise ist in der. Was heißt den Gegner? Im Moment kämpfen wir nicht gegeneinander. Das kommt vielleicht später. Okay, 0 Tonnen. Ach so. Der Bereich muss noch frei. Das sind halt so ein paar Kleinigkeiten, ne? Nein! Nicht das. Nicht das Gebäude abreißen. Das war nicht so geplant. Glaube ich. In meiner Welt zumindest nicht. Ja. Man muss ja darauf achten, dass man das selber entsprechend frei macht. Ach, jetzt hat. Oh. Jetzt habe ich dem Bauern da sein Getreidefeld abgerissen. Ich bin ja schlau. 5 Tonnen? Rentet er jetzt doch nicht mehr hin, oder? Das ist ja doof. 0 Tonnen. Ich muss das mal eben überprüfen. 6 Tonnen. Stoffe sind Mangelware. 2 Tonnen. Okay, also die rennen da schon noch, die nehmen es auch schon mit. Okay, ich dachte gerade schon. Die Wege sind halt nur tierisch weit gerade. Deswegen ist der Euer Volk gerne mal sehr voll. Eine Kirche. Ja. Tun wir das nicht alle. Wobei, eigentlich nicht. Kirche heißt in der Form, das Ding ist ein bisschen größer. Was eigentlich auch ganz cool aussieht. Erstmal hätte ich noch gerne ein neues Kontor. Das Kontor mir noch gut vorstellen. Hallo, ein Werkzeug, bitte.
Werkzeug. Nein. Mehr Werkzeug, nicht weniger. Das ist ein Unterschied. Im Vorzeichen. Hallo, nicht ausbauen hier, ihr Leute. Ich hätte gerne mein Konto. Ach, so kann ich das direkt. Ah, ne, man muss sich ja repräsentieren. Das ist doch schön. Okay, man merkt schon, dass Grafik heutzutage noch ein bisschen anders aussieht. Zumindest hübsche Grafik. Aber rein spielerisch ist das Spiel immer noch der Knaller. Kann man schon so behaupten. Auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Sache. Es macht echt eine Menge Spaß gerade. Zum Teil halt... Oder zum wahrscheinlich Großteil auch, weil es so ein gewisser Nostalgiefaktor ist. Von daher, es ist echt schön. Also, wenn das jemand damals gespielt hat, ich habe schon über Twitter von euch, von ein paar gehört, dass sie sich Anno 1602 wieder ausgepackt haben und nochmal installiert haben. Und unter den Kommentaren stand es ja auch. Von daher, es macht halt echt schön Spaß. Es ist ein Spiel, was optisch natürlich schon ein bisschen gealtert ist, ne, klar. Aber rein vom Spielerischen her ist es noch immer ziemlich zeitlos, finde ich. Nicht umsonst wurde das Konzept kaum verändert. Die letzten... Oder die darauffolgenden 15 Jahre, in denen das Spiel existiert hat. Beziehungsweise die nachfolgenden Teile. Da ist die Kirche, aha! Ist halt nur teuer, sehr steinteuer. 25 Steine. Die verbrauche ich erstmal noch gerade mal eben für eine schöne Stadt. So, hoffentlich. Ach, da ist schon wieder die Pest. Na, ist ja toll. Da, also klar, ne? Wenn es der Pest hier gefällt. Ich meine, das Dorf ist schön, das ist klar. Ich weiß noch nicht immer, ob wir da Einlass gewähren müssen, mal so gesehen. Ich glaube ja nicht. So. Was wollen die denn jetzt eigentlich? Die wollen eine Kirche, ne? Ein größeres Gotteshaus. Haben die sonst noch irgendwelche Wünsche? Ich meine, es sind schon 201 Bürger, ne? Das ist schon gar nicht mal so wenig. Die sollten, also falls sie noch weitere Ansprüche hätten, sollten die das relativ bald äußern, glaube ich. Gut, klar, Kleidung, Schmuck. Das sind noch... Das sind, glaube ich, die beiden Handelsgüter, die, die für die oberste Schicht dann notwendig sein werden. Das Volk benötigt ein Badehaus. Aha. Wie weit sauber werden? Nein. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Wer will denn schon sauber werden hier? Baumwolle haben wir nur 50% hier. Schade. Oh. Kakao. Ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, wofür wir Kakao eigentlich so brauchen. Wassermühle, ja. Ach, oh, okay, eine Weberei gibt's ja auch. Das eine ist eine Schneiderei, das ist eine Weberei. Oha, die hat auch mal so ein bisschen mehr Durchschlag. Achso, genau, die Weberei, Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Kann halt, die kann halt ein bisschen mehr machen. Ist ein wenig effizienter. Pack die da einfach hin und dann grast die hoffentlich alles ab, oder wie ist das? Wir machen das mal so. Ich pack die mal hier oben hin. Ich pack die mal gar nicht hier hin. Einfach so. Ich glaube, die Weberei hat... der Weberhai. Die Weberei hat... hat die zwei Slots hier von jeweils? Ich weiß es gerade mal nicht. Eigentlich müssten wir die mal bauen, um das zu gucken. Aber ja, dann muss man die halt bauen. Haben wir die mehr mal gebaut? Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Okay, dann kann das Ding aber mal weg hier. Das kostet 20 dauerhaft. Das kostet 10 dauerhaft. Wenn die Positionierung ist jetzt da, okay, das geht sogar. Drei Stück hat sie da zum Abgrapschen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ja. Und dafür hat er einen kleinen Rucksack. Was auch sonst. Ich sag ja nichts. Genau. Oh, wir können eine Goldmine bauen. Eine Goldmine. Schwertschmiede können wir machen. Ja, ist im Moment gerade so ein bisschen, bin ich am überlegen. Badehaus ist natürlich auch der Knaller. Die brauchen halt im Moment sehr viele Steine. Die steigen auch alle noch fleißig auf, von daher
Ich hau mal ein bisschen den Turbo rein hier. Im Moment steigen die wirklich alle noch fleißig ein bisschen auf. Wobei hier fehlt es an, was ist das? Allem. Denen fehlt hier überhaupt nichts anscheinend. Es fehlt an Nahrung. Ja, den Pionieren sind einfach die Steuern zu hoch. Wobei, achso, der ist grumpig, weil es an Nahrung fehlt. Na gut. Wenn er sonst keine Probleme hat, dann ist er gut. Das Problem ist, dass ich hier oben den Platz sehr sinnlos zugebaut habe. Aber machen wir hier halt noch weiter. Machen wir da nochmal so eine Geschichte. Habe ich das sinnvoll gemacht? Ja. Also ist in der Form doof. Na gut, das ist gar nicht so weit entfernt, das geht schon mal. Ich kann da aber nicht alles vollbauen. Das ist der doofe Teil. Ach doch, kann ich doch. Au, ach guck mal. Ich habe mich vertan. Ist das nicht schön? Ja, es fehlt an Holz. Krasse Sache. Ja, man könnte hier noch eine weitere Holzgeschichte hinmachen, vielleicht. Wobei Holz eigentlich nicht so die Mangelware ist. Ja, also der andere ist ziemlich flott unterwegs hier. Ha, wegen seiner Flotte. Ha, das ist schön und gut. Ich überlege gerade, an welcher Stelle ich die baue. Wahrscheinlich ist da einfach schon sinnvoll genug so eine Bäckerei. Die wäre nämlich hier unten auch mal ganz nett eigentlich. Oder wir machen. Warte mal, ich muss mal eben ein Haus abreißen. Einfach der Funktionalität halber. So. Und jetzt baue ich an die Stelle nichts Neues hin. Damit ich den ehemaligen Hausbesitzer ein bisschen ärgern kann. Genau dafür macht man das. Hey, Sie müssen hier ausziehen. Wir müssen das Haus abreißen. Okay. Ja, und jetzt ist es weg. Und jetzt? Wie und jetzt? Ich dachte, hier kommt irgendwas Neues hin. Nein. Das sind die Gespräche, die man unbedingt führen will in seinem Leben. Man hat nicht gelebt, wenn man ein solches Gespräch nicht geführt hat. So. Das geht auch gut hier, ne? Da hauen sie ordentlich was durch. Auslastung 79% von theoretisch 4 Plantagen. Schafsplantagen. 100%. Oh, schön. Ich glaube, damit haben sie ein bisschen Stoffe, ne? Das geht sogar. Ich stelle mal die Verkäufer aus hier. Nein, so geht es schon mal nicht. Hallo? Verkauf. Nein, man muss auf eine Tonne klicken. So. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich eine kleine, hoffentlich Pause. Hallo, ist hier alles gut? Ja. 4 Tonnen Tabak. Ja, es entwickelt sich. Ich mache eine kleine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Anno 1602. Und bis dahin viel Spaß in eurem Leben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Adieu.